Ja, das war das Rätsel. Das war eigentlich recht cool. Wir müssen uns verstecken, Holmes. Oha. Oha. Die Bomben hätten eigentlich vor 5 Minuten detonieren sollen. Du gehst und suchst die Anarchisten. Bring sie zur Lagerhalle. Bleib hier. Ich gehe in die Lagerhalle und sehe nach, wie es mit der Suppe aussieht. Wir müssen hier raus. Holmes, wo gehen wir hin? Watson, was haben Sie mit der scharfen Bombe vor, die Sie bei sich tragen? Mein Gott, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Bombe würde woanders eher ihren Nutzen erfüllen. Los, gehen wir und versuchen, unsere letzte Gelegenheit, London zu retten, nicht zu vergeuden. Ja, da hätte der Watson jetzt fast seine scharfe Bombe mit nach Hause genommen und sich unter das Kopfkissen gelegt. Ja, ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach mal hier den Hauptausgang. Wird schon passen. Mal auf gut Glück. Einfach auf damit. Zack, das Brett weg und die Tür mal auf. Die Wachen sind nicht mehr am Tor. Das ist unsere Chance. Und jetzt muss ich es nochmal erwähnen. Hier haben wir wieder das... Na... Du wirst so eingezwängt. Ja, man, es hätte jetzt, also man hätte jetzt nicht den Weg laufen können. Der Weg ist einfach gesperrt. Man muss hier diesen staubigen Trampelpfad nehmen. Oh, da hupt's wieder. Holmes, diese Sirene habe ich nicht erwähnt, oder? Nein, aber ich vermute, dass sie etwas mit der vergifteten Suppe zu tun hat. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, wenn sie das nächste Mal ertönt, verlassen die Wagen das Gelände, um Prinz Woodwills Netzwerk in London zu versorgen. Und dann kann nicht mehr verhindert werden, dass die Bevölkerung vergiftet wird. Wir müssen uns beeilen. Moriartys Männer suchen nach uns. Die Suppe ist fast fertig und ich halte eine scharfe Bombe in meinen Händen. Ach, die Suppe muss erstmal jemand auslöffeln. So ein Mist aber auch. Schnell, also, springen Sie in die Gondel. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt hier reibungslos vonstatten geht. Ich denke, da werden wir jetzt gleich den Hut aufgezogen bekommen, beziehungsweise den Zylinder. Ja, da. Ich wusste. Oh, oh. Da sind sie! Hey! Hey! Sie haben uns gesehen. Da sind sie, Bass, in der Gondel. Der angesehene Sherlock Holmes. Zurück unter den Lebenden. Leider wird Ihre Wiederauferstehung nur von kurzer Dauer sein. Waren wir jemals in einer solch verzwickten Lage? Äußerst selten, muss ich gestehen. Worauf warten Sie noch, Gentlemen? Haben Sie Angst, Holmes? Die Bombe explodiert gleich. Und Moriartys Männer können uns entweder hier erschießen oder die Seilbahn wieder in Bewegung setzen und uns auf dem Dach der Lagerhalle schnappen. Wir sitzen in der Falle. Moriarty will uns leben, das ist offensichtlich. Also nutzen wir die wenigen Minuten, die wir haben. Hm. Na gut, was haben wir denn da in den wenigen Minuten? Da ist ein Eimer. Einmal. Und da oben, ich brauche. Da oben können wir was anhängen. Da brauchen wir aber was. Vielleicht können wir da jetzt den Eimer oben anhängen. Oh, jetzt geht's wieder nicht. Und der Watson steht da auch wieder super geil. Was sollen wir als... Ich werde Moriarty Sie macht... Wir schicken eine explosive Nachricht an Moriarty. Das heißt, wir packen mal die Bombe in den Eimer und dann... Nein, das ist... Das ist nicht nötig mit der Bombe im Eimer. Das klappt so nicht. Was haben wir denn da noch? Natürlich den Ledergürtel. Jetzt wird aus der Bombe im Eimer eine einsatzbereite Bombe. Ich verstehe, Holmes. Gut, lassen wir es drauf ankommen. So, und jetzt nehmen wir hier die so eben hergestellte Bombe aus Eigenproduktion, Funk gezündet und Gürtel, Seilbahn transportiert. Und Moriarty schert sich gerade nicht mehr so um uns. Oh. Gute. Der kleine Halbaffe macht direkt den Abgang. Oh oh. Ja.
Da rennt sogar der gestandene Professor. Der Hebel. Der Hebel. Wenn klingt. Wir keinen Weg zurückfinden, suchen wir eine Lösung, Watson. Oh, was haben wir denn da? Na, wie geht das auf? Was machen Sie, Holmes? Das manuelle Notsystem befindet sich hinter dieser Klappe. Und das manuelle Notsystem sieht äußerst vertrauenserweckend aus. Ah, einfach einen Hebel ziehen. Hier sind wir sicher. Ja, nur noch wenige Sekunden bis. Jo. No. Ups. War ich da? Mein Gott, ich bekomme eine Gänsehaut. Moriarty. Er war in der Lagerhalle. Dieses Mal ist es vorbei, Holmes. Die mysteriöse Person, die Moriarty anscheinend Befehle erteilt. Wer könnte so mächtig sein, dass er Moriarty herumkommandieren kann? Gehen wir zum verlassenen Haus. Das gilt es jetzt herauszufinden. Wer ist so mächtig, dass er den Professor Moriarty herumkommandieren kann? Wer ist da noch? Wo? Es muss noch eine graue Eminenz hier im Spiel sein. Gucken wir uns nochmal das verlassene Haus genauer an. Also, jetzt können wir durch den Haupteingang zurück, immer schön am Rand bleiben, da der Rest quasi nicht begehbar ist, obwohl sehr schön dargestellt. So. Also dann mal hier die Treppe runter am Karussell vorbei und dann gucken wir mal. Die Türen sind offen. Vielleicht sind wir zu spät. Das denke ich nicht. Ja, gucken wir mal. So, erstmal wird automatisches Speichern ausgeführt. So, und dann was haben wir denn hier? Moriartys Schreibtisch. Was sollen wir als nächstes tun? Ja, was sollen wir als nächstes tun? Das frage ich mich in der Tat hier auch. Also hier der Schreibtisch, der ist tot. Da ist nur die Ausgangstür, die unseren sechsten Sinn ein bisschen kitzelt. So, am Ende noch das Moriartische. Das Moriartische Schlafzimmer, das lässt sich nicht mehr öffnen. Geht auch nicht mehr mit dem Taschenmesser auf. Denn Holmes hat ja immer ein Taschenmesser dabei und Streichhölzer. Und ich glaube, die Streichhölzer haben wir einmal gebraucht, das Taschenmesser ja recht oft, aber die Streichhölzer haben wir, glaube ich, ein einziges Mal gebraucht, aber er hat immer welche dabei, also er hat immer Feuer. Das finde ich ja schon mal ganz cool. So, also hier oben ist nichts mehr. So, was haben wir da noch? Was haben wir denn eigentlich hier? Oh, da ist ja noch eine Tür. Nicht. Die ist aber zu. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Mechanismus, um diese Tür zu öffnen. Lässt sich nicht. Mit dem Messer geht es auch nicht auf, also. Jetzt habe ich nochmal kurz diesen Autolaufen-Bug, wo er dann plötzlich einfach dumm in der Gegend rumrennt. Da auch wieder der Zeitungsmessi, ja, Altpapiersammler. So, was ist hier? Warum ist hier die Ecke umgefaltet? Geht hier was? Da ist auch die Lampe kaputt. Nichts. Gehen wir mal oben gucken. Jetzt hier das Zimmer mit dem Telefon, ob das jetzt begehbar ist. Möchte ich jetzt bitte gleich auch mal gucken. Lässt sich. Ach, natürlich zu, aber irgendwo muss ja noch was sein. Da sind noch die Bretter. Können wir jetzt aber auch nicht mehr. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Kann eigentlich dann nur noch in dem Labyrinth was sein. Ja, nach wie vor nur die Ausgangstür. Da geht nichts. Da geht nichts. Der Tür geht nichts. Die Wasserspeier hier, diese Treppenabsatz-Gargoyles, die können auch nichts. Ja, dann gucken wir uns mal hier in dem schönen Labyrinth um. Da sehen wir schon die erste Fratze hier, eine Zombie-Fresse. Die kaputte Lampe ist auch kein Schalter, sondern nur eine kaputte Lampe da. So, da hinten dann so ein. Ein Kram hier eingezeichnet. Ja, Sackgasse.
Die Wände lassen sich auch nicht mehr drücken. Ne, hier geht absolut nichts mehr. Gollum. Gollum. Hier nochmal gucken. Hier schon wieder so ein Zombie eingezeichnet. Hexenkessel, Hexenkessel. Da ist unser Bettlaken von oben, aber das können wir alles nicht mehr benutzen. Ist alles jetzt tot. Wieder Gollum. Da nochmal so ein Kreuz. Zack, nix. Gollum. Gollum. Nee. Gut, dann hilft es wahrscheinlich dann nur noch zu gehen. Außer aus der Haustür, denn die können wir ja benutzen und hier ist ja niemand mehr. Wobei, Nee, oh, Moment mal. Da geht's ja auch noch lang. Ist ja noch eine Tür. Rühren Sie diese Tür nicht an. Zurück. Verdammt, Sie verfluchter Mistkerl, Holmes. Sie haben die Explosion also überlebt. Professor, legen Sie die Waffe weg. Ich untersuche Ihre Wunden. Keinen Schritt näher. Ich brauche keinen Arzt. Es ist vorbei, Moriarty. Sie sind gescheitert. Nicht ganz. Ihr Tod wird meine Niederlage relativieren. Wir sind gescheitert, Holmes. Sie und ich. Wenn das so ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie mir die Beantwortung einer letzten Frage verweigern. Eine Frage? Sie können sie bald dem Teufel stellen, Holmes. Ist Schielmann gegen sein eigenes Gift immun? Was? Lassen Sie sie nicht allein, Holmes. Ich wollte immer nur das Beste für Sie. Nur Sie wären ihr ein würdiger Lehrmeister. Nehmen Sie sie. Sie? Ja, das war jetzt aber wirklich das Ende von Professor Moriarty und, ja, ich habe es also jetzt auch geschafft, 1,5 Stunden, 2 Stunden aufzunehmen, ohne Mikrofon aktiv. Ein Traum. Und das hässliche Autolaufen geht wieder los. Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich den Part bis hierhin alles nachvertont. Seht's mir nach, aber ich wollte das jetzt nicht nochmal spielen. Und wir gucken mal, was sich jetzt hier wirklich drin befindet. Ist das Moriartys Tochter? Gott, das arme Kind. Ich war überrascht. Mein Freund wurde von seinen Gefühlen überwältigt. Noch nie habe ich ihn so gerührt gesehen wie in diesem Augenblick, als er mit dem Kind in den Armen in die Nacht ging. Holmes nahm sich dieses kleinen Mädchens an. Er erzog es mit hohen Anforderungen, aber auf liebevolle Weise. Dank des Mädchens lernte er endlich, die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen.
Und ihm widerfuhr etwas, das ihm bis dahin fremd gewesen war. Liebe. Ja, und damit endet mal wieder ein recht langes Projekt mit einem bösen Fail am Ende wegen der schlechten Vertonung bzw. dem nachvertonten letzten Part. Und hier kommen jetzt die Credits. Ja, ich sage auf jeden Fall mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht habt ihr noch Lust, bei meinen anderen Projekten zuzuschauen. Hier sehen wir nochmal die Hauptfiguren des ganzen Spiels. Nochmal so hier Holmes, Watson, Moriarty, den Hans Schielmann und noch mehr Leute. Ja, das war's dann an dieser Stelle. Und ich hoffe mal, ich hatte es auch wirklich ein bisschen Spaß gemacht hier. Also ich fand das Spiel sehr geil, bis auf diese paar Probleme, die ich angesprochen habe. Einmal hier die paar Bugs, die wir hatten. Und ja, das war ein bisschen begrenzt. Also die Welt sah sehr groß aus, sehr schön, aber man ist halt recht schnell an die Grenzen gestoßen, weil man einen Hauseingang oder so nicht betreten konnte. Das war schon ein bisschen schade. Aber gut, ansonsten war es sehr, sehr geil. Mal schauen, ob ich den nächsten Teil auch noch spielen werde oder die älteren Teile. Jetzt werde ich mich erstmal hier ein bisschen auf Dead Space 3 stürzen und Tomb Raider vor allem als nächstes. Ja, das war auch schon das Ende und dann sage ich mal viel Spaß bei den anderen Spielen. Macht's gut. Ciao, ciao.